Jo, hi, zurück zu Far Cry. Wir sind hier das letzte Mal auf der Insel hier gestrandet. Bisschen nach Sachen suchen. Strand absuchen sollen wir und dann abhauen. Gut, es gibt natürlich eine Map-Markierung hier. Mal gucken, okay. Das ist auch schon alles. Ein paar Kokosnüsse wahrscheinlich. Verdammt, okay. Keine Munition. Ich muss das Lager finden. Neue Fotos ansehen. Mhm. Conyo, das geht echt noch? Die Zeichen müssen der Code sein, von dem Lita gesprochen hat. Die Zeichen müssen der Code sein, okay. So, das Zeichen kennen wir. Achso, okay. Rab. Anscheinend muss ich den Blauen zu Libertad folgen. R3. Schling. Okay. Blaue Armbinde. Muss zu Libertad gehören. Im Zeichen, okay. So, dann habe ich irgendwas verpasst hier. Lesen, okay. Lo siento. Deine Familie wird wohl nie erfahren, was mit dir passiert ist. Fernglas. Her damit. Okay, geht nicht mal raus wieder. Scheiße, wer schießt da? Ich muss aufpassen. Hä, habe ich jetzt irgendwas? Ja, genau, okay. Okay, muss man schon sehen, ne? Ist nicht so einfach zu sehen. Ich wusste, dass du für Libertad plünderst. Ich habe es gerochen. Deshalb bist du jetzt tot. Eine Patrouille. Ich werde Meldung erstatten. Und du? Du wirst langsam auffressen. Stück für Stück. Von den Vögeln und den Krabben. Für sie bist du nichts als Fleisch. Auch nicht gut. Da sucht wohl noch jemand nach Clara. Autschi. Was ist das? Könnte nützlich sein. Mhm. Kann ich den anziehen jetzt oder was? Warte mal. Halten, mehr erfahren, okay. Mhm. Aufsatzmods, okay, Mods draufpacken, alles klar. Beinbekleidung, dies, das. 4 von Casual Set, okay. 1 von 5, ist egal, die Hose ist cooler. Okay, macht Sinn. Mhm. Kann ich die auch irgendwie wegstecken? Nicht so richtig, ne? Ein Boot stehlen, mich aus Yara verpissen. Kinderspiel. Und jetzt führe ich schon Selbstgespräche. Perfekto. Krasser Pfeil. Schweini. Ja,
Okay. Apfelschweini. Verdammt! So, was war jetzt mit dem Foto? Alter, bist du doof oder was? Klingt ja gar nichts. Wildschweinfleisch, ich glaube, es hackt. Also markiert der Weg auf der Karte. Ja, wie kriegen wir das hier nochmal angezeigt? Kriegt man das nochmal? Kann man sich nochmal anschauen? Inventarsammlung. Na gut, also ich denke mal, es geht irgendwie. Die beste Zeit für die Guerilla. Aha. Ist eine Weile her, dass ich sowas benutzt habe. Oh, der Klassiker, okay. Schwing. Und drauf. Lara kriegt nicht gern Besuch. Zeigst du dein Gesicht, bevor du mich erschießt? Ich bin Dani, eine Freundin von Lita. Silencio. Bist du die einzige Überlebende? Antworte mir. Ich fragte, bist du die einzige Überlebende? Ja. Glückspilz. Lita kannte das Risiko. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Du bist hier, das ist was zählt. Ein Augenblick, Hermana. Ich werde Yara verlassen. Aber du bist in meinem Lager. Ich muss irgendwo unterkommen. Ein paar Tage. Libertad ist nicht die Wohlfahrt, Hermana. Lita sagte, du hilfst mir. Lita sagte auch, du wärst keine Pussy. Komm, Mierda. Oh, nice, das ist ja... Du bist weise, sieh. Freunde können einem näher stehen als Familie. Vergiss nicht, Dani. Castillo hat dich zur Weise gemacht. Wieso willst du weglaufen? Ich sah, wie Castillo den Befehl gab, ein ganzes Boot voller Menschen zu erschießen. Bringt euch vor diesem Psychopathen in Sicherheit. Ihr alle. Wenn die Tyrannei Gesetz ist, ist die Revolution Pflicht. Ein Zitat von Bolivar hilft nicht. Das war Pedro Albizu. Willst du Yara mit Bibliotheksausweisen retten? Ich habe eine Liste. Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Yara frei von Castillos. Ganz einfach. Einfach. Castillo hat was? 300.000 Leute? Ich zähle 6 ausgebrannte Guerilleros und dich. Mit einer Kugel im Bein. Du glaubst mir nicht? Ich zeig's dir. Wir haben diese Insel von unserer Basis aus angegriffen. Eine normale Operation. Eine Vivero-Plantage überfallen, Treibstoff abgreifen und wieder abziehen. Aber Castillos Truppen haben auf uns gewartet. Wir wurden von 60 auf 6 dezimiert. Ihr müsst zurück zu eurer Basis. Ja, aber diese Insel ist von einer Blockade umgeben. Wir haben keine Boote, kaum Ausrüstung und wir werden erst gehen, nachdem diese Viviro-Plantage in Rauch aufgegangen ist. Aber wir sind Guerilleros. Wir kennen dieses Land wie niemand sonst. Von unseren Guerilla-Pfaden weißt du ja schon. Sie wurden 67 von den Legenden angelegt und durchziehen Yara wie ein Netz. Und jetzt gehören sie uns. Sie erleichtern uns Überfälle auf Soldados und bieten ein gutes Versteck, wenn man von der Armee verfolgt wird. Außerdem lagern wir dort Vorräte. Und das stimmt alles noch? Diese Karte ist echt alt. Die ist für Touristen. Ja, sie ist etwas veraltet. Aber es sind alle Regionen, Gemeinden und Wahrzeichen von Yara verzeichnet.
Du gewöhnst dich dran. Ich organisiere uns jetzt ein Boot. Ein paar der Anwohner schulden uns noch was. Und du musst Juan Cortés für mich finden. Wen? Jemand, der einen Guerillero kämpfen lässt. Juan wie Cortés. Du weißt, ich bin keine Guerillera. Hast du Aslita gesagt? Ich gebe dir Essen, ein Bett, sogar ein scheiß Boot, um zu den Yankees zu fliehen. Doch das kostet dich Kugeln und Blut. Du kannst schießen? Also schieß. Leb dich ein und gib mir Bescheid, sobald du Miete zahlen willst. Okay, verstehe. Wir haben also ein Gewehr. Wir müssen reden. Und that's it. Okay, dann lass mal reden. Ich habe diesen Archipel mit einem Mann namens Juan Cortés angegriffen. Er hat mir geholfen, Libertad aus dem Nichts aufzubauen. Juan ist ein Meisterspion aus der Zeit vor Castillo. Er kann eine Langstreckenrakete aus einer Eiswürfelform bauen. Der hat Missionen für Espinosa und den KGB durchgeführt und ist dann aus Spaß zur CIA und zum Mossad gegangen. Juan ist mein Mentor. Er ist außerdem psychisch labil und Alkoholiker. Als wir es verkackt haben, war ihm das so peinlich, dass er direkt mein Lager verließ. Castillos Soldados hätten nichts lieber, als einen Doppelagenten wie Cortés zu schnappen. Ich brauche ihn zurück bei Libertad, Dani. Mit uns ist er fertig, aber dich kennt er noch nicht. Hier, die Ohrstöpsel hat Juan zur Kommunikation gebaut. Geh ins Dorf. Wenn ich du wäre, würde ich zuerst in der Kantine nachsehen. Geh runter ins Dorf und bring mir Cortés. Ich hoffe für dich, dass er nüchtern ist. Notizbuch, okay. Das ist dann Mission, okay. Verstehe, okay. Karte ist jetzt verfügbar, sehr gut. Okay, Zoom rein, Zoom raus, okay, mehrere Zoomstufen. Very nice, okay, verstehe. Schnellreiseziel verfügbar, okay, wie geht das? Hier, das ist aber keine Schnellreise, oder? Das ist Schnellreise. Ja, okay, verstehe. Das ist cool, okay. Dani, hier ist der Kopfhörer. Hörst du mich gut? Klar und deutlich. Dieser Spionagekram funktioniert, Clara. Muss ich zugeben. Schön. Lass deine Waffe im Holster, wenn du keinen Ärger willst. Vor allem da, wo viele Soldados stehen. Si. Verstanden. Okay, wie geht das? Ein kluger Guerrero sucht sich seine Kämpfer aus. Suerte. Waffe wegstecken. Okay. L1 halten. Waffenrad. Okay. Rot, nix gut, sag ich mal, oder? Okay, verstehe. Also, das heißt, der blaue Pfad ist immer irgendwie cool. Sieht nicht gesund aus. Wir suchen nach einem gewissen Juan Cortés. Oh, Juan Cortés, den suchen sie auch. Okay, ist das hier? Das ist ein schwerer Verschluss. Disculpa, hast du wohl zu Hause vergessen? Ich werde sie melden müssen. Nein, bitte nicht, Signora. Kann ich denn nichts tun? Natürlich. Du gibst mir dein Fisch. Ja. Muss los. So, wo ist denn der gute Kollege?
Irgendwo hier. In der Kneipe. Aha, eher da drüben. Diggi, wir brauchen dich. Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kirat? Oder Tschetschenien? Lass die Flasche hier. Ist einfacher für dich. De nada. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg, noch eine Kantina, noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortés? Was hat mich wohl verraten, Guapo? Alter, Guapo. Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Sie. Ich habe gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Wirst du auch. Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriera. Du findest Geschmack, redest dir ein, eine Heldin zu sein und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortés. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen? Was? Nee, du kannst nicht pfeifen. Coño! Du verfickte Ratte. Du bist tot sowieso mehr wert. Junge. Es verdammt. Sie. Guapo liebt dich. Junge, ey, was ist denn hier los? Eine Ausgabe meines Buches. Mann. Bueno, mis socios, vámonos. Gute okay. Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Oh oh. Haben wir schon wieder Ärger? Lass die Waffen fallen. Auf die Waffe weg. Das wird. Ach so, Junge, der geht da drauf zu, oder? Okay, da kommt der Rest. Okay. Der Gator ist witzig. Ah, okay. So, was Kollege da hinten? Alter Mann. Wo bist du? Ach so, Muni. Ja, der ist süß. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Guapo! Komm, wir sollten hier verschwinden. Yummy. Ja, so. Mit dem Scheiß, wir haben zu tun. Du hast schon mal geschossen, das sieht man. Wie heißt du? Dani. Clara sagt, du bist eine Legende. Ex-KGB, Ex-CIA. Ich hab mehr Exen als deine Oma Zahnlücken. Einige Männer zerschlagen Eier zum Frühstück. Aber Juan Cortés, der zerschlägt ganze Länder. Manchmal sogar vor dem Frühstück. Warte. Planänderung, Dani. Vamos. Der Plan lautet, in Claras Lager zurückzukehren. Was verdammt machen wir hier? Naja, hier mal gucken. Siehst du den Rauch? Das heißt, dass der Wachturm gerade eine Vorratslieferung bekommen hat. Mit den seltensten Materialien, die du auf Yara finden kannst. Und du wirst sie dir holen. Jetzt soll ich auch noch klauen gehen für dich? Schießpulver und Supremo-Kleber. Das klassische Herrengedeck jedes Improvisationskünstlers.
Ich zeig dir, wie man Upgrades für Waffen herstellt. Und das ist erstens cool und zweitens entspricht es Regel Nummer 9. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Kommst du auch mit? Scheiße, nein, du hast Guapo. Mit ihm kannst du alles aufmischen, aber wenn du heimlich vorgehen willst, dann nimm ihn besser nicht mit. Das Kerlchen kann sich schlecht beherrschen. Schön ein paar Vorräte. Okay. Immerhin bist du hier, um zu helfen, Guapo. Ich könnte mit Guapo Lärm machen oder lautlos bleiben. Mhm. Jetzt gucken wir mal. Ob ich bewaffnet bin oder nicht, hier schießt das Militär sofort. Ich sehe nur den einen irgendwie, oder? Und ihn auf dem Wachturm irgendwo. Und den da, okay. Schätze, das könnte nützlich sein. Mhm. Leicht frontal. Was verdammt hast du damit vor, Juan? Junge, sehr brontal. Das ist schon viel besser. Das Ding oder was? Oder das Ding? Okay, ich kann damit ein bisschen weiter schießen wahrscheinlich. Okay, was haben wir denn sonst noch? Noch mehr Scheiß, wir holen. 4 von 4, okay. Ich hab dein Zeug gefunden, Juan. Gute Arbeit, Danny. Und jetzt komm mal in die Puschen. Wir müssen zurück in Claras Lager. Okay. Das sage ich doch die ganze Zeit. Oh. Upsi. Die hatte ich nicht gesehen. Okay, wir haben mehr als genug. Und jetzt ziehen wir endlich Leine. Was ist das für Kram hier? Brauchst du was? Geduld, Danny. Regel Nummer 8. Eine Guerriera kann warten. Wie eine Spinne oder ein Serienmörder. Bist du eigentlich in diesem gottverdammten Loch gelandet? Ich war auf einem Flüchtlingsboot. Er kam nicht weit. Ja, ja. Und ich bin in einem Heli bei unserer Mini-Invasion von Santuario hergekommen. Ich wurde vom Himmel geschossen. Der ist ja süß. Komm schon, Danny. Da ist ein Matrosen-Jöckchen. Ja. Ja, ja. Und ich bin in einem Heli bei unserer Mini-Invasion von Santuario hergekommen.
Ich wurde vom Himmel geschossen. Nein, ich meine, was ist deine Geschichte? Ich bin in einem Waisenhaus in Esperanza aufgewachsen und dann zum Militär gegangen. Ich bin keine Guerillera. Ich helfe Clara nur, bis sie mich von dieser Insel runterbringt. Regel Nummer 20. Einmal Guerilla, immer Guerilla. Das reicht okay. Mir jetzt. Zu spät. Das Pferd ist aus der Scheune und jetzt sind die Kinder voller Koks, Danny. Du hast keine andere Option. Amerika ist meine Option. Natürlich. Jetzt komm schon, beweg dich. Scharf auf jaranisches Blut? Den American Dream gibt es nur für Amerikaner, Danny. Du gibst nie auf, oder? Nein, Guapo hast aufgeben. Conjo, wenn ihr euch so nah seid, warum folgt er dann mir? Guapo begleitet die, die ihn brauchen. Wie ein Therapiehund in deinem geliebten Amerika. Du kannst Guapo dein Leben anvertrauen. Ja, so weit bin ich noch nicht. Dein Heli ist bei der Invasion abgeschossen worden, oder? Kriegst du ihn wieder hin? Damit ich dich zu den Yankees fliegen kann? Nein, ich... Er sitzt am Boden fest, aber ich arbeite dran. Geduld, Danny. Höchste Zeit, dass Juan Cortez dir zeigt, wie man etwas aus nichts macht. Hab ich dir je von Regel Nummer 9 erzählt? Nein, ja. Kommt jetzt gleich. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Echte Lebensweisheit. Okay. Nice. Wie viele noch? Die Legende kehrt zurück. Die Legende muss mal pissen, Treffer. Wer ist das? Sie war mal Journalistin und wagte es, Anton Faschist zu nennen. Jetzt ist die Paria Sklavin für sein Paradies. Und nicht die einzige Dani. Regel Nummer 11. Jetzt lernst du was übers Improvisieren. Mit 6 habe ich einen Kettensägenmotor an mein Fahrrad gebaut. Durch die Blockade muss ich jeden Tag improvisieren, Juan. Das ist Überleben. Für uns heißt das nicht, mit dem klarzukommen, was man hat. Wir rechten Chaos an. Mit allem, was wir haben. Sprich weiter. Die beste Waffe der Guerilla ist eine gute Werkbank. Los, Danny, nehmen wir uns zuerst mal die Waffen vor. Nicht so ungut, aber dein Sturmgewehr ist ein bisschen primitiv. Bringen wir das mal in Ordnung. Regel Nummer 9. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. In diesem Fall Schießpulver und Schrott. Manchmal liege ich nachts wach und frage mich, Juan, wie könnte man Menschen noch schneller töten? Ausgezeichnet, Danny. Jetzt kannst du Gegner platzen lassen wie eine reife Wassermelone. Okay, wie sieht dein anderes Gewehr aus? Mein anderes Gewehr, Digi, wo habe ich das denn? Primärwaffe vielleicht nochmal zurück, oder was? Mal angenommen, dein Ziel hat heute daran gedacht, Helm und Weste zu tragen. Diese Geschosse fliegen schnell und geradeaus. Prima. Jetzt hast du deinen eigenen Vorrat an Hochgeschwindigkeitskriegsverbrechen. Sehen wir uns deine Aufsätze an. Es wird Zeit, deinen ersten Schalldämpfer herzustellen. Okay. Der macht aus einem Peng ein Puff. Allerdings auf Kosten der Reichweite. Schießpulver, achso, okay. Recycle, siehst du, wie das? Einfach das war? Jetzt jawohl. Kannst du Gegner mit lautlosen Kopfschüssen umlegen wie ein echtes Arschloch. Die Werkbank ist dein Freund, Danny. Ein Freund mit gewissen Vorzügen. Mach dich mit dir vertraut. So, was haben wir noch in der Werkbank? Primär jetzt... Oh, nice. Voll das Gebastel. Okay, Gewehre 1, 2. Okay, hatte ich eben nicht gesehen. Was kann man denn noch machen?
Okay, wir haben nur das, okay. Optik, das war jetzt, weiß nicht welches. Warte mal, das hat noch gar keine Optik. Noch keine Möglichkeit der Optik, ne? Nur das Ding, okay. Und das andere? Ne, haben wir alles nicht. Was braucht man denn dafür? Schießpulver, okay. Das andere hätten wir noch, ne? Okay. Okay, verstehe. Primäre. Seitenwaffe. Was können wir mit der machen? Wir brauchen Zeug. Okay, habe ich verstanden. Fahrzeugwaffen. Verdammt. Sachen bauen macht süchtig. An dieser Werkbank kann man ein neues Yara errichten. Und ein Grünschnabel aus Esperanza. Ihre scharfen Stimmen. Ich gebe ihr noch einen Tag, bis Castillos Soldados sie töten. Mhm. Du kannst Impro-Waffen und Werkbank verschiedene Materialien verbessern und anpassen. Stilmaterialien von militärischen Vorratslern. Okay. Jage Tiere, tausch Fleisch gegen Materialien ein. Okidoki. Verstehe ich. Willst du mal mit Guapo Gassi gehen? Ja, warum nicht? Wo ist er denn? Hallo. Bereit? Heute schickt dein Lehrer dich auf Wandertag. Danny, ich habe große Pläne für dich. Aber zuerst musst du mir was besorgen. Und ich höre dich schon fragen, Juan, was soll ich dir besorgen? Du musst nur wissen, dass du es nicht essen, ansprechen oder in die Hose stecken solltest. Aber Juan, höre ich dich fragen, wo ist denn dieses Ding, das du brauchst? Gehe zum Funkturm und folge dem Pfad nach Norden. Er führt dich zu einem verlassenen Lager im Osten der Insel. Ich markiere es dir auf der Karte. Dort wartet meine Kontaktperson. Sie weiß Bescheid. Ach, und Danny, wenn du das schaffst, dann will ich dir was geben, weil du mich davon abgehalten hast, mich tot zu saufen. Ein alter Freund hat mir das geschenkt, weil ich sein Leben gerettet habe. Nicht, dass du mein Leben gerettet hättest. Ach komm, jetzt geh schon los. Okay. So leicht wie Zigarrenrauchen am Sonntag. Okay, kommt Jimmy mit oder was? Ja, er kommt mit. Okay, gucken wir uns aber natürlich erst beim nächsten Mal an, okay? Also, bis dann, ciao.